Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Diese Legung ist eine Tagesbotschaft. Das ist die Botschaft für diesen Tag, für den heutigen Tag. Aber nicht nur. Wenn du diese Legung ein, zwei, drei Tage später findest, beziehungsweise vielleicht eine Woche später, ein halbes Jahr später, dann macht es auch nichts. Dann ist diese Legung für dich bestimmt, denn du bist auf sie aufmerksam geworden und du hast sie sozusagen ausgewählt. Und deswegen, diese Botschaft ist zu jeder Zeit für dich gültig. Aber dadurch, dass es sich um die Botschaft des Tages handelt, ist es halt hier eine Tagesbotschaft, ja? Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Vielleicht kannst du das nicht. Es ist nun mal eine allgemeine Legung, aber du hast sie gefunden und deswegen sind hier Informationen für dich enthalten. Wenn du magst, dann kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren. Du kannst mir einen Kommentar da lassen. Natürlich ein Like, wenn du möchtest. Es gibt auch eine Spendenfunktion unten in der Leiste, wo du auch Like oder Dislike machen kannst. Würde mich sehr freuen. Ja, kommt meinem Kanal zugute, die Spende. Und ich fange jetzt einfach mal an. Die Tagesbotschaft. Interessant, interessant. Sind sehr, sehr starke Karten, ja, die du jetzt hast als Tagesbotschaft. Sie haben eine sehr starke Aussagekraft und diese Botschaft hat es in sich, ja. Aber ich werde das Ganze dir noch ganz genau erklären und ich habe hier die Welt, den Magier. Den Herrscher und die drei der Stäbe. Je nachdem, wann du diese Legung findest, ich habe das hier so, dass die Botschaft lautet für dich, du sollst das jetzt wissen. Es ist wichtig, dass du das weißt, ja? Ein Zyklus deines Lebens geht zu Ende und ein neuer Zyklus beginnt mit der Welt. Das ist hier sehr, sehr schön in den Karten zu sehen, denn die Welt ist die allererste Karte. Und dann kommen die anderen, die diese Entwicklung dir auch verdeutlichen werden. Ja? Sie erklären dir halt, was in diesem neuen Zyklus passiert, was dieser neue Zyklus für dich bedeutet. Ja, was wird passieren? Und die Welt, das ist einfach etwas beginnt, etwas Neues beginnt. Beziehungsweise, es kann hier auch so sein. Denn die Karte, die Welt, das ist etwas, was du lernen solltest. Das ist auch eine Lernaufgabe. Und je nachdem, ob du diese Lernaufgabe geschafft hast, ob du das gelernt hast, was du lernen solltest, ob du jetzt diese Herausforderung, die in deinem Leben war, ob du die gemeistert hast oder nicht, ja? Entweder beginnt hier jetzt komplett was anderes für dich und die Sache ist abgeschlossen. Das spielt keine Rolle mehr in deinem Leben, denn du hast daraus gelernt. Du hast das Beste draus gezogen. Du hast das Beste draus gemacht. Du hast dein Bestes gegeben. Oder, das kann hier auch so sein, wenn du nicht das gemacht hast, wenn du zum Beispiel nicht draus gelernt hast, wenn du nicht deine Schlüsse daraus gezogen hast, ja, dann ist es hier so, dass diese Sache in dein Leben kommen wird, wiederkommen wird, in einer anderen Gestalt, in einer anderen Form.
Aber im Grunde genommen handelt es sich um das gleiche Problem, was zu lösen ist, was du lernen sollst. Nur halt in einer anderen Situation, in einer anderen Umgebung, in einer anderen Form. Vielleicht ist es auch eine Person, dann kommt eine andere Person auf dich zu, aber sie bringt das Gleiche mit. Sie hat zum Beispiel den gleichen Charakter, sie hat das gleiche Problem, ja, und es wiederholt sich hier etwas, wenn du nicht daraus gelernt hast, wenn du nicht diese La Lernaufgabe erledigt hast, ja. Aber wenn du sie erledigt hast, dann kommt hier etwas Neues auf dich zu, ja. Das ist hier wie ein Level schaffen und auf einem neuen Level jetzt wieder anfangen, ja. Wie in so einem Videospiel könnte man hier auch so sagen, so könnte man das hier verdeutlichen, ja. Also, wie gesagt, es sind hier zwei Möglichkeiten, aber die Karten sagen, dass etwas von Neuem beginnt. Entweder in einer anderen Form das Alte oder etwas komplett Neues. Und die Karten möchten dir aber auch hier sagen, in dieser Botschaft, dass du jetzt trotzdem, auch wenn du zum Beispiel diese Aufgabe nicht geschafft hast, ja, wenn du nicht daraus gelernt hast, sagen wir mal so, dann ist es hier aber trotzdem so, dass du jetzt mehr weißt, mehr kannst. Du bist der Magier. Jetzt kann es nämlich so sein, dass du viel schneller, viel leichter mit dieser Aufgabe umgehen wirst, ja. Du wirst einfach, weil du schon ein bisschen Erfahrung damit gesammelt hast, trotzdem, ja. Und wenn das jetzt in einer neuen Gestalt kommt, in einer neuen Form, wenn sich das wiederholt, dann geht es hier viel, viel schneller und du wirst es jetzt erledigen können. Das sagt der Magier hier, ja, weil du ja jetzt schon ungefähr weißt. Und wenn diese Lernaufgabe, wenn dieser Prozess oder vielleicht dieser Mensch auf dich zukommt, dann wirst du es nach einer kurzen Weile sehr schnell erkennen, ach, das war schon irgendwie in meinem Leben schon vorher. Das wiederholt sich hier so ein bisschen, ja. Du wirst es merken, du bist ja jetzt sensibilisiert darauf. Du wirst es schneller bemerken können. Und dann kannst du das sofort abhaken, sofort daraus lernen, sofort einfach darauf reagieren. Und zwar auf die richtige Art und Weise. Du hast mit dem Magier, hast du hier alles dabei. Ja, du hast einfach alles dabei, was du brauchst, um aus dieser Aufgabe zu lernen, um diese Aufgabe hier zu erledigen. Du bist weiser, du bist klüger, du bist auch schneller, weil du ja schon irgendwo Erfahrungen gesammelt hast. Nur irgendwie habe ich hier so, dass irgendetwas gefehlt hat, irgendwas Kleines, ja, damit diese Lernaufgabe abgehakt werden kann. Und deswegen kommt sie in einer neuen Gestalt. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist hier natürlich für den anderen Teil von euch. Ich habe das hier 50-50, ja. Also es ist nun mal so, ich sehe das hier so, das ist so 50-50, das ist einfach geteilt. Die eine Hälfte muss nochmal und die andere Hälfte bekommt eine neue Lernaufgabe. Und das hier, die Karte sagt dir aber auch, dass du das Zeug dazu hast, das ziemlich schnell über die Bühne bringen zu lassen, dass dieser Zyklus, diese Lernaufgabe schnell erledigt werden kann, dass das ziemlich auch simpel für dich sein wird. Ja, das ist kein schweres Level, sowas. So habe ich das hier nicht drin. Ja, und du hast Hilfe, du wirst Hilfe bekommen. Ich habe hier drumherum viele Tiere, viele Gestalten, viele Seelchen, ja, die dir einfach helfen werden, um das auch gut ja, abzuarbeiten, abzuhacken, daraus zu lernen. Und du hast auch alles dabei. Du hast alles, was du brauchst. Das Leben wird dir alles zur Verfügung stellen. Ja, also brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du dieser Sache nicht gewachsen sein wirst oder nicht gewachsen bist. Du bist dieser Aufgabe gewachsen. Egal jetzt, ob bei der ersten Gruppe dabei oder bei der zweiten Gruppe dabei. Du hast das Zeug dazu und du hast das Können. Du weißt, was zu tun ist. Wenn du in dich hineinhorchst, wenn du auf deine Intuition hörst, beziehungsweise auf dein Herz, vielleicht Intuition und Herz zusammenspielen lässt, dann wirst du hier ganz leicht dadurch gehen können. Der Herrscher ist hier in dieser Legung deswegen da,
neben dem Magier, weil das wird hier einfach angezeigt, dass du daran wachsen wirst, dass du zum Herrscher wirst. Du wirst das beherrschen können, die Situation beherrschen können. Du wirst alles unter Kontrolle haben können und das Ganze auch entwickeln können, weiterführen können. Also ich habe das hier so, dass diese Lernaufgabe, egal zu welcher Gruppe du gehörst, diese Lernaufgabe wirst du meistern. Du wirst der Meister, die Meisterin werden können, früher oder später. Die Entwicklung ist zu sehen. Das sind alles starke Karten hier. Und deswegen ist das hier schon etwas, was von Bedeutung für dich, für dein Leben sein wird oder ist, ja? Um welchen Bereich es sich hier handelt, es kann alles sein. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, ja. Es ist hier eine Lernaufgabe in einem bestimmten Bereich deines Lebens und diesen Bereich, den wirst du erspüren können, erfühlen können, beziehungsweise du wirst es einfach wissen. Wenn es soweit ist, wirst du es wissen. Aha, das ist das also, ja. Das ist also diese Lernaufgabe. Das ist dieser Zyklus, von der hier gesprochen worden ist. Du wirst es einfach wissen. Und ich habe das hier einen guten Ausgang in dieser ganzen Angelegenheit, ja. Wie gesagt, du wirst Hilfe bekommen. Du stehst nicht alleine da, ja. Aber hier hinten sind zwei Vögel. Neben dir ist der Löwe. Also das ist jetzt hier die Kraft. Du wirst stärker werden dadurch, du wirst auch Erfahrung sammeln und das wird dir gut tun, das wird dir zugute kommen. Aber hier im Fenster, ja, das könnten auch Hindernisse sein. Also das wird nicht so einfach sein, ja. Das wird hier so am Rande angezeigt, dass dir auch hier und da mal ein paar Steinchen in den Weg gelegt werden können. Aber diese Steinchen sind klein. Das sind ja keine Riesenfelsen oder Berge, ja, sondern das sind hier einfach so kleine Dinge, die hier und da mal aufpoppen und dir das Leben so ein bisschen vielleicht schwer machen könnten. Also achte darauf, lass dich nicht ärgern. Bewahre Ruhe, bewahre dir den klaren Verstand, ja. Und auch konzentriere dich auch auf das Wesentliche in dieser Angelegenheit beziehungsweise generell in deinem Leben. Und die drei der Stäbe, das ist etwas, was für dich ja am Horizont schon zu sehen ist, was auf dich zukommt, was aber auch schon in deinem Leben zum Teil sein kann, ja. Und ich habe hier noch mal diese Karte. Das sind gute Aussichten. Das ist hier eine positive Karte und die ist ganz zum Schluss. Also, ich habe das hier so, dass du, das ist hier auch eine Ansage, ja, dass du, wenn du das Ganze gemeistert hast, ja, dann ist das für dich sozusagen abgeschlossen, aber es geht dann weiter. Dann kommt wieder etwas auf dich zu. So ist das Leben. Das Leben ist voller Herausforderungen. Und wenn wir eine Sache erledigt haben, wir denken, jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich meine Ruhe, dann kommt etwas anderes, etwas Neues ins Leben, damit es uns nicht zu langweilig wird. Zum Beispiel, ja, ich weiß, ich lache hier, aber das ist nun mal so. Es geht nicht anders. Wenn du keine Herausforderungen, keine Aufgaben im Leben hättest, dann, ich denke mal, viele würden einfach verkümmern. Und deswegen ist es so, weil wir wachsen ja auch an den Aufgaben. Wir sind ja auch hier, damit wir was lernen können, ja? Und das ist dann wieder eine neue Lernaufgabe. Also denke nicht, wenn du es geschafft hast, ja, dass es dann vorbei ist und dass du einfach nur noch liegen bleiben kannst und nichts passiert. Nein, da kommt wieder ne was Neues auf dich zu, ja, aber ich habe das hier so, dass das dann in einer viel schwächeren Form dann da sein wird. Es wird viel einfacher sein, weil es ist irgendwie ein neuer Zyklus danach nochmal, aber ich habe das hier so, dass das irgendwie so ein Wiedererkennungswert da ist. Du wirst es irgendwo wiedererkennen und du wirst wieder wissen, aha, okay, und das ist dann nicht mehr so schwierig. Diese Aufgabe könnte hier schon eine ziemliche Herausforderung für dich sein.
entweder dieses nochmal machen oder das Neue ist schon ziemlich herausfordernd, aber das ist hier etwas, woran du richtig wachsen kannst, also wo du wirklich eine Sache über die bringen kannst, die wirklich von Bedeutung ist, also etwas wirklich Großes, etwas wirklich mit Gewicht hier, ja. Und dann, damit es nicht zu schwierig ist, ja, kommt etwas Leichteres danach, ja. Das sehe ich hier schon. Also mach dir keine Sorgen, du hast alles dabei, was du brauchst. Dir wird alles zur Verfügung gestellt werden, damit du das erledigen kannst, damit du der Herrscher werden kannst in deinem Leben, das beherrschst, ja, damit du alles beherrschst. Und das ist hier auch die Botschaft, ja. Du sollst am Ende diese Angelegenheit, diese Sache oder was mit dieser Person zu tun hat, beherrschen können. Darum geht es hier, ja. Vielleicht auch ein bisschen dich beherrschen, deine Leidenschaft, deine Kraft, deine Ausdrucksweise, beziehungsweise auch so dieses, was Negative reinkommt, damit du auch der Herrscher drüber oder die Herrscherin drüber sein kannst. Ja, so habe ich das hier in den Karten für dich. Und ja, ich bin am Ende dieser Legung. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.